Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Windows-Anwendungen. Jetzt haben wir schon ein Windows, ein Fenster, ein sogenanntes Form erzeugt, haben da drin jede Menge Steuerelemente kennengelernt. Jetzt kann man sagen, ein Form ist mir nicht genug. Ich möchte eine Applikation mit mehreren Fenstern machen. Ja, ein Hauptfenster und wenn ich da irgendwo draufklicke, dann soll ich ein zweites Fenster aufmachen, dann mache ich irgendwas anderes und so weiter. Kennt man ja, ja, dass man mit mehreren Fenstern arbeitet. Wie geht denn das? Wie mache ich denn das? Jetzt haben wir ja nur eine Form. Nun, es gibt in unserem Menü, ja, in Visual Studio, zeige ich nachher, nächstes Video am Computer her, gibt es unter dem Menü Projekt, ja, Menü Projekt, gibt's den Befehl Formular hinzufügen. Hinzufügen. Alternativ kann man auch im Projekt Mappen Explorer im Kontextmenü, also mit der rechten Maustaste, gell? Rechte Maustaste, RMD, schauen wir mal, ob das irgendwer noch weiß, ja. Hinzufügen klicken. Da wählt man dann Forms aus, ja. Neues Form, ja. Und der Dateiname, den kann man noch eingeben, ja. Ist zum Beispiel, kann man sich aussuchen, ja, ist zum Beispiel Second Form. Standardmäßig, glaube ich, ist der Form 2 oder so. Ja. Und dieses Second Form, ja, das da, das legt schon den Klassennamen fest. Ja. Ein, so ein Fenster ist ja eine Klasse und jede Klasse hat einen Namen. So, jetzt haben wir den Namen. Second Form heißt der. Okay? Da passiert noch nichts. Ja, ich habe das einmal angelegt. Ich habe eine Klasse definiert, Second Form. Jetzt haben wir einen zweiten so einen komischen Formdesigner. Also komisch, so einen Formdesigner, wo wir das Form irgendwie größer, kleiner machen können, wo wir die Steuerelemente hineinziehen können und so weiter. Genauso wie wir es gemacht haben. Jetzt designe ich praktisch ein zweites Fenster mit Textfeldern, mit Knöpfen, mit Bildfenster, mit allem, was ich da drin brauche. Ja. Programmiere die Logik von diesem Fenster. Geht genauso wie beim ersten Fenster. Genauso wie beim ersten Fenster. Ja. Da gibt es keinen Unterschied. Jetzt ist nur die Frage, ist das von Anfang an da? Nein, ist es nicht. Ja, das ist einmal nur eine Klassendefinition. Wie erzeuge ich die Klassendefinition? Also, Beim ersten Fenster haben wir gehabt, das Application Run, Klammer auf, Form 1, Klammer zu und so weiter. Da ist das Fenster Form 1 erzeugt worden und das ist jetzt das Hauptfenster von unserer Applikation. Und in diesem Hauptfenster, wenn ich einfach den Knopf drücke oder wie auch immer, ja, muss ich irgendwann das zweite Form instanzieren, eine Instanz dieses zweiten Forms erzeugen. Ja. Und wie geht das? Ja? Erzeugen. Des zweiten Fensters. Es geht ja mit jedem weiteren Fenster ganz genauso. Ja, ganz genauso wie ich jede andere Klasse auch kreiere. Ich habe hier den Klassennamen, ja, und der Klassenname ist ja Second Form. Ja, also definiere ich eine Klasse mit Second Form. Also das, was ich mir da oben ausgesucht habe. Ja. Und dann nehme ich mir einen Formnamen, ja, zum Beispiel mein zweites. Und dann sagen wir, das ist gleich. Und dann machen wir ein New. Genauso wie ich jede andere Klasse erzeugt habe. Und Konstruktor aufgerufen, Second Form. Hat er den gleichen Namen wie Dings, gell? Klammer auf, Klammer zu, Bug. Puff. Sind wir schon fertig? Haben wir schon ein Fenster erzeugt? Ja? Und wo ist das jetzt? Ja? Wenn wir das aufrufen, ist noch nicht sichtbar.
Es ist im Speicher angelegt, ja. Das im Speicher, aber noch nicht sichtbar. Na super, ne? Jetzt habe ich das instanziert, jetzt habe ich eine neue Instanz, aber es sieht keiner. Was muss ich machen, dass ich mein Fenster sehe? Nun, irgendwo im Code, ja, muss ich aufrufen mein zweites. Mein zweites. Und dann rufe ich eine Methode auf von dem. Ja, und die Methode heißt Show. Okay? Show. Klammer auf, Klammer zu. Strichpunkt. Das zeigt mir mein Fenster. Wenn ich es wieder verstecken will, ja, wenn es weg ist, kann ich mein zweites. Punkt. Ich meine, wenn es nicht Show heißt, dann heißt es Hide. Ja. Hide and Seek spielen wir nicht, sondern wir verstecken unser Fenster eigentlich. Ja. Das ist alternativ, kann man sagen. Kann die Eigenschaft mein zweites. Und dann gibt es eine Eigenschaft, die heißt Visible, Punkt Visible. Und da sage ich, ist gleich True. Ja. Kann ich auch machen. Oder da, alternativ. Mein zweites. Punkt Visible natürlich. Und was wäre da aussetzen? Ist gleich False. Ja, war jetzt nicht so schwierig, gell? False. Ja. Da zeige ich es her, da verstecke ich es. Jetzt brauche ich nur mehr Löschen erkennen. Und Löschen geht so. Mein zweites. Und da rufe ich eine Methode auf, die heißt Punkt Close. Da wird die Instanz vernichtet. Ja? So ist es also. Ja? Und was ich immer da drin programmiert habe, das ist jetzt einfach da. Ja? Vielleicht schreibe ich das noch da mit meinem tollen rosa Stift hinzu. Das ist Erzeugen. Erzeugen die Instanz. Das ist Löschen. Löschen der Instanz. Das ist Fenster anzeigen. Und das ist Fenster verstecken. Ohne das ist, gell, dann kann man es gleich wieder offen. Das sind die Sachen, die ich machen kann mit dem Fenster. Und dann funktioniert. Ja, dann habe ich ein zweites Fenster erzeugt. Jetzt ist mir das klar natürlich, dass das ein bisschen... Schauen wir uns das beim nächsten Video mit einem Beispiel an. Ja, beim nächsten Video möchte ich dem Hauptfenster auf einen Knopf drücken, dann soll so ein Datei-Auswahl-Dialogbox sein und dann möchte ich ein zweites Fenster aufmachen und dann möchte ich ein Bild anzeigen. Machen wir ein Bild anzeigen. Ah, wieso nicht? Wieso nicht? Dann können wir auch gleich den Öffnen-Dialog uns ansehen. Ja, und dann wird es hoffentlich klarer anhand dieses Beispiels, wie man mit den zweiten Fenstern umgeht. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.